Es geht hier um das spezielle Thema Hintergrundgestaltung beim Zoom-Meeting. Man weiß ja, dass es virtuelle Hintergründe gibt oder dass man die nutzen kann, ein Bild sozusagen einbauen, ist aber oft nicht so ganz zufriedenstellend, weil es also komische Schatteneffekte gibt. Und deshalb bietet Zoom auch die Greenscreen-Technik an. Ich habe jetzt also meinen Hintergrund präpariert, sitze ungefähr 1,20 Meter vor einem grünen Stoff, den ich gespannt habe und gehe jetzt mal in meine Einstellungen rein, also virtueller Hintergrund wählen und sage dann, ich nehme zum Beispiel so ein Weiß, also so eine einfache Farbfläche. Man kann ziemlich gut und klar erkennen, es gibt saubere Kanten, die sind ein bisschen unscharf, aber ganz ordentlich, funktioniert soweit ganz gut. Mal eine andere Farbe, auch das ist ziemlich zufriedenstellend, finde ich. Auch wenn man hier mit der Hand reingeht ins Bild, hat man ziemlich gute Ergebnisse. Das Ganze funktioniert aber nur wirklich gut, wenn man auch sagt, dass das um Greenscreen hier geht. Ich deaktiviere das jetzt mal bewusst, um den Unterschied zu zeigen. So, jetzt sind wir also im normalen Modus, ohne Greenscreen-Technik zu aktivieren. Und jetzt sieht man wieder diese typischen Farbsäume. Oder wenn man jetzt hier mit der Hand reingeht, sieht man, dass Zoom nicht genau erkennt, wo jetzt die Körperkontur anfängt und wo sie aufhört. Ne? Das heißt, wenn ich also hier irgendwie mich bewege, dann habe ich ganz komische Schatteneffekte drin, von denen ich gesprochen habe. Und das ist dann schon ein Riesenunterschied. Ich aktiviere das also mal wieder. Greenscreen-Technik und er erkennt also das Grün und stanzt die Farbe raus. Auch hier mit einem Blau funktioniert wunderbar, ist also frei wählbar und man kann jetzt sagen, ist vielleicht ein bisschen nüchtern, kann man auch sagen, hier zum Beispiel so einen Hintergrund zu verwenden, also ein Wohnzimmer. Und das ist eine ganz gute Option, zum Beispiel auch bei sich zu Hause einen Teil der Wohnung oder des Wohnzimmers so zu fotografieren, wie das einem gefällt und dieses Bild dann in den Hintergrund einzubauen, hat man damit auf jeden Fall eine, sagen wir mal, private Atmosphäre oder es kann auch eine Büroatmosphäre sein, die aber bewusst gewählt ist und kann das sozusagen kombinieren. Also man muss jetzt keinen komplett frei erfundenen virtuellen Hintergrund mit Hawaii oder mit irgendwelchen Sternen nehmen, sondern man kann tatsächlich die eigene Wohnung oder das eigene Büro nehmen als Hintergrund auf die Art und Weise und zu einem ganz guten Effekt kommen. Wenn da noch irgendwas anderes drin ist und man eine Variation davon haben will, dann bietet sich auch an, das Ganze mit der Unschärfe zu kombinieren. Also da muss man einfach das fertige Foto mit einem Bildbearbeitungsprogramm ein bisschen weichzeichnen. Und dann erkennt man im Hintergrund nicht so ganz genau, welche Bilder denn da hängen oder ob da irgendein Buch steht mit einer bestimmten Schrift drauf, die man nicht lesen soll. Oder wenn einem irgendwas auffällt, was man da nicht drin haben möchte, kann man das so ein bisschen modifizieren und auch einen anderen Look hinkriegen. Das suggeriert auch immer so ein bisschen Weite, ist zum Beispiel in großen Büroräumen oder sowas ein ganz netter visueller Effekt. Ja, ich denke, das ist ein ganz eindrucksvoller Test, dass es eine deutliche Verbesserung ist, Zoom mit Greenscreen-Technik zu verwenden.